Das 20. Jahrhundert war das blutigste der Geschichte. 250 Millionen Menschen starben durch Krieg, Kriegsfolgen und Massenmord. Die größte Verantwortung dafür trägt der Kommunismus. Eine Ideologie, die Gleichheit und Gerechtigkeit verspricht, doch in Wahrheit Blutvergießen, Furcht und Tod bringt. In diesem Film werden wir das blutige Jahrhundert des Kommunismus untersuchen und wir werden sehen, welch schreckliches Elend diese Ideologie über die Menschen brachte. Die Menschen werden ähnliche Tragödien in Zukunft nicht vermeiden können, wenn sie nicht aus der Vergangenheit lernen. Es war Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwei in England lebende deutsche Philosophen formulierten eine Ideologie, die die Welt erschüttern sollte. Sie enthüllten ihre Ideen das erste Mal 1848 im Manifest der Kommunistischen Partei. Der eine war Karl Heinrich Marx, der andere hieß Friedrich Engels. Beide folgten der Philosophie des Materialismus, die davon ausgeht, dass nichts existiert außer Materie. Nun war der Materialismus nichts Neues. Er war schon im alten Griechenland von Demokrit formuliert worden. Während der Französischen Revolution holten einige europäische Denker ihn wieder aus der Rumpelkammer hervor, entstaubten ihn ein wenig und begannen ihn erneut zu propagieren. Ihr Ziel war es, den religiösen Glauben zu unterminieren, und der Materialismus war die einzige Philosophie, die ihnen dafür geeignet schien. Während sie den Materialismus propagierten, bedienten sie sich zusätzlich einer Argumentationsmethode, die Dialektik genannt wird. Die Dialektik beschreibt den Konflikt als die Grundlage aller Naturgesetze. Marx und Engels Theorie wurde denn auch als dialektischer Materialismus bekannt.
Die Dialektik war eine Hypothese, die behauptete, jegliche Entwicklung im Universum sei das Ergebnis eines Konflikts. Marx schrieb Bücher über Geschichte und Ökonomie, in denen er versuchte, beide Felder mit den Begriffen des dialektischen Materialismus zu beschreiben. Engels versuchte dasselbe auf den Gebieten der Wissenschaft und der Philosophie. Marx versuchte darüber hinaus eine Beschreibung der Zukunft. Seiner Auffassung nach würden die Industrienationen Europas in naher Zukunft blutige Revolutionen erleben, als zwangsläufiges Resultat des dialektischen Prinzips des Konflikts. Die Arbeiterklasse, unterdrückt durch die Kapitalisten, würde sich erheben und die Macht an sich reißen. Anschließend würde ein kommunistisches System etabliert werden. Religion, Ethik und Familie würden keinen Platz mehr haben in der kommunistischen Gesellschaft. Marx und Engels stießen jedoch auf eine besondere Schwierigkeit. Sie sahen die Geschichte der Menschheit durch die Brille des dialektischen Materialismus, auch wenn sie dazu die Geschichte verdrehen mussten. Was aber war mit der Naturgeschichte? Wie war das Leben überhaupt entstanden? Es musste eine einfache materialistische Antwort auf diese Frage geben. Die Antwort gab ein anderer Ideologe, der ebenfalls zu jener Zeit in England lebte. Als die Beagle, ein Schiff der Royal Navy, auf ihrer Expedition den Atlantik überquerte, befand sich ein junger Naturforscher an Bord. Charles Robert Darwin. Nach einer langen Seereise kehrte er 1836 nach London zurück. Den Rest seines Lebens verbrachte er damit, eine Theorie über die Entstehung des Lebens auszuarbeiten. Er stellte seine Theorie in dem Buch Vom Ursprung der Arten vor, das 1859 veröffentlicht wurde. Darin behauptete er, dass das Leben auf dieselbe Art entsteht, wie es die materialistische Philosophie vorgab. Also durch eine Folge zufälliger Ereignisse. Diese gehorchten angeblich dem dialektischen Prinzip, also dem Gesetz des Konflikts. Kurz, Darwin beschrieb die Natur mit der Theorie des dialektischen Materialismus. Nun hatte seine Theorie jedoch keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Darum nahmen prominente Wissenschaftler seiner Zeit ihn auch nicht ernst. Ausgenommen Karl Marx und Friedrich Engels. Gerade einen Monat nach dem Erscheinen des Buches Vom Ursprung der Arten am 12. Dezember 1859 begann Engels einen Brief an Marx mit den Worten: Darwin, den ich gerade zu lesen begonnen habe, ist großartig. Ein Brief von Marx an Engels zeigte denselben Enthusiasmus. In den vergangenen Wochen habe ich alles Mögliche gelesen, unter anderem Darwins Buch über die natürliche Selektion. Dies ist das Buch, das die naturgeschichtlichen Grundlagen für unsere Ansichten enthält. Die Beziehung zwischen Darwinismus und Marxismus wurde stärker. Marxisten übernahmen die Evolutionstheorie als pseudowissenschaftliche Basis. Sie wurde unter dem Einfluss des Darwinismus größer und größer. Die Bücher von Marx und Darwin wurden auf kommunistischen Plakaten jener Zeit zusammen gezeigt. Der preußisch-französische Krieg von 1871 bot Raum für das erste Experiment einer Revolution, wie Marx sie sich erträumte. Frankreich war besiegt, seine gestürzte Regierung hatte ein Machtvakuum hinterlassen. Die Marxisten nutzten die Gelegenheit.
Sie provozierten zusammen mit anderen sozialistischen Gruppen einen Aufstand in Paris und errichteten die Pariser Kommune, eine Regierung, die auf kommunistischen Prinzipien basiert. Unter dem neuen Regime verwandelte sich Paris in eine Stadt des Terrors. Kirchen und Regierungsgebäude wurden niedergerissen. Geistliche wurden von den Kommunarden erschossen. Die Straßen waren mit Barrikaden blockiert. Der Aufstand der Pariser Kommune wurde letztlich nach langen Kämpfen durch Regierungstruppen niedergeschlagen. Das erste kommunistische Experiment hatte 18.000 Tote hinterlassen. Wie aber war es möglich, dass Karl Marx' Theorien sich so schnell verbreiten konnten? Diese Frage beantwortete der berühmte deutsche Wissenschaftler Robert Virchow. Auf einem Kongress von Naturforschern ergriff Virchow das Wort und warnte jene Biologen, die den Darwinismus befürworteten. Seien Sie vorsichtig mit dieser Theorie, denn sie ist eng verwandt mit der Theorie, die so viel Grauen in unserem Nachbarland verursacht hat. Virchow hatte recht. Darwins Evolutionstheorie hatte große Bedeutung für die Verbreitung des Marxismus unter westlichen Intellektuellen. Sie beschrieb die Menschen als eine Tierart, behauptete, sie würden sich nur durch die Austragung von Konflikten weiterentwickeln. Am bedeutsamsten aber, sie verneine die Schöpfung. Diese drei großen Irrtümer bildeten das Fundament des Marxismus. Die erste kommunistische Revolution, die auf diesem Fundament aufgebaut war, sollte in Russland stattfinden. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Russland vom Regime der Zaren regiert. Doch kommunistische revolutionäre Ideen verbreiteten sich unter einer größer werdenden Zahl von Arbeitern. Teile des Militärapparats waren ebenfalls unter den Einfluss dieser Ideologie geraten. Der Anführer der kommunistischen Bewegung in Russland war Wladimir Iljitsch Lenin. Die Bewegung war damals als Bolschewismus bekannt. Ihre Mitglieder nannten sich Bolschewisten. Sie glaubten, eine blutige Revolution sei nötig, damit sie die Macht an sich reißen konnten. Trotzdem sie bereits seit einigen Jahren im Untergrund organisiert waren, hatten sie ihr Ziel bislang nicht erreichen können. Die Gelegenheit, auf die sie gewartet hatten, kam 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Dieser Krieg war der blutigste, den die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Er forderte 10 Millionen Tote. Russland erlitt in den ersten drei Kriegsjahren Niederlage auf Niederlage und verlor 2 Millionen Menschen. Das Leiden, das der Krieg über die Menschen brachte, trieb Russland in die Revolution. Februar 1917 besetzten rebellierende Armeeeinheiten die Hauptstadt St. Petersburg.
Zar Nikolaus II., der an der Front war, um die Moral der Truppe zu stärken, machte sich auf den Weg zurück in die Hauptstadt. Sein Eisenbahnzug wurde jedoch von revoltierenden Truppen gestoppt und der Zar wurde in Arrest genommen. Sämtliche Symbole des Zarenregimes wurden von den Revolutionstruppen zerstört. Anhänger der Revolution jubelten in den Straßen. Die meisten Menschen hofften, dass das Ende des Zarenregimes glücklichere Zeiten bringen würde für Russland. Doch sie irrten sich. Der Anteil der Bolschewisten an der Februarrevolution von 1917 war eher gering. Im nachrevolutionären Parlament waren sie nur schwach vertreten. Die Regierung ging auf den pro-westlichen Demokraten Kerenski über. Lenin, noch immer im Exil in der Schweiz, wies seine Anhänger an, die neue Regierung in keiner Weise zu unterstützen. Er fuhr fort, die Bolschewisten für seine eigene Revolution zu organisieren. Im Oktober 1917 schlug er zu. Lenins bewaffnete Milizen griffen das Winterpalais an, die Schaltstelle der Regierung. Sie töteten die wenigen Wachen, die sich widersetzten, und führten einen der einfachsten Staatsstreiche der Geschichte aus. Sowjetische Propagandafilme sollten das Geschehen Jahre später als solidarischen Aufstand der Bevölkerung beschreiben, angespornt durch Lenins mitreißende Reden. Tatsache jedoch war, dass weniger als 100 Bolschewisten das Winterpalais angegriffen hatten und nur 5 Menschen starben dabei. Lenin hatte mit einem nur wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Staatsstreich begonnen. Doch die Dinge sollten nicht so bleiben. Die Bolschewisten griffen die verbliebenen, loyal zum Zar stehenden Armeeeinheiten an. Ein furchtbarer Bürgerkrieg begann, der 3 Jahre dauern sollte. Die Bolschewisten schufen die Rote Armee, um diesen Krieg zu führen. Lenins rechte Hand, Leo Trotzki, wurde ihr Kommandeur. Die Einheiten der Roten Armee und die von Lenin aufgebaute Geheimpolizei Tscheka hatten keinerlei Bedenken, brutalste Methoden bei der Verfolgung von Monarchisten und anderen antikommunistischen Gruppen anzuwenden. Zar Nikolaus II., seine Frau, die Zarin, und ihre 5 Kinder wurden auf Befehl Lenins in Jekaterinburg erschossen. Städte, die sich weigerten, das bolschewistische Regime zu unterstützen, wurden ausradiert. In Telegrammen an seine Milizen befahl Lenin, dass jeder, der dem kommunistischen Regime Widerstand leistete, erschossen werden sollte. Die Bolschewisten verhafteten zehntausende Menschen unter der Anklage des Widerstands gegen das Regime. Die meisten von ihnen wurden gefoltert und sie wurden in Massen exekutiert. Der russische Schriftsteller Maxim Gorki beschreibt bolschewistische Grausamkeiten.
In der Provinz Tambov wurden Menschen mit der linken Hand und dem linken Fuß einen Meter über dem Boden an Bäume genagelt, wobei die Bolschewisten Nägel von Eisenbahnschwellen benutzten. Anschließend weideten sie sich an den Qualen der absichtlich so seltsam Gekreuzigten. Oder sie schnitten einem Gefangenen den Bauch auf, holten ein kleines Stück Darm hervor und nagelten es an einen Baum oder an einen Telefonmast. Dann trieben sie den Mann mit Schlägen um den Baum herum und sahen zu, wie sich seine Gedärme dabei aufwickelt. Sie zogen einen Offizier nackt aus und schnitten ihm die Haut in Form von Hosenträgern von den Schultern. Eine schreckliche Angst ging um in Russland. Doch die kommunistischen Grausamkeiten hatten gerade erst angefangen. Als die Bolschewisten an die Macht kamen, lebte der größte Teil der russischen Bevölkerung in Dörfern. Ihr Lebensstandard war armselig. Die meisten Bauern konnten mit dem, was sie produzierten, soeben nur ihre Familien ernähren. Die eiskalten russischen Winter machten eine wirklich produktive Landwirtschaft unmöglich. Eine Entscheidung Lenins von 1918 stürzte Millionen Bauern, die ohnehin schon in erschreckender Armut lebten, in noch schlimmeres Elend. Das Privateigentum wurde verboten und die armselige Habe der Bauern wurde vom Staat eingezogen. Diese Politik der Enteignung wurde von einem anderen Vertrauten Lenins ausgeführt, von Felix Dzerzhinsky, dem Chef der CK, der bekannt war für seine Grausamkeit. Tschekisten nahmen in allen russischen Dörfern den Bauern mit vorgehaltener Waffe das Vieh und die eingefahrene Ernte weg. Eine Quotenregelung wurde eingeführt, die festlegte, welchen Anteil jeder Bauer und welchen Anteil der Staat bekommen sollte. Um die Quote zu erfüllen, mussten die meisten Bauern alles, was sie hatten, aufgeben. Bauern, die protestierten, wurden mit brutalsten Methoden zum Schweigen gebracht. So schrieb ein Inspekteur, der die Region Omsk besucht hatte: Der Missbrauch ihrer Stellung hat bei den Konfiszierungskommandos inzwischen unglaubliche Ausmaße angenommen. Die verhafteten Bauern werden systematisch in ungeheizte Scheunen gesperrt, ausgepeitscht und mit Exekution bedroht. Die, die ihre Quote nicht vollständig erfüllt haben, werden nackt und gefesselt die Hauptstraße des Dorfes hinuntergetrieben und anschließend in einer anderen ungeheizten Scheune eingeschlossen. Lenin war außer sich vor Wut, als er erkannte, dass die für die einzelnen Dörfer festgesetzten Quoten nicht erreicht werden würden. 1920 verhängte er eine furchtbare Strafe über die Regionen, die sich den Konfiszierungen widersetzt hatten. Den Bauern wurde nicht nur ihre Ernte, sondern auch alles Saatgut weggenommen. Die Konfiszierung des Saatguts bedeutete, dass sie keine weitere Ernte mehr produzieren konnten. Mit anderen Worten, sie würden nichts zu essen haben. Die Hungersnot begann. 29 Millionen Menschen in Russland rangen 1921 und 1922 mit dem Hungertod. 5 Millionen starben qualvoll. Lenin sah es mit Vergnügen. Aus seiner Sicht war die Hungersnot äußerst nützlich. Er rechnete damit, dass sie den Glauben der Menschen an die Religion und an Gott zerstören helfen würde und dass sie die Menschen dazu bringen würde, sich dem Kommunismus zu beugen. Im Schwarzbuch des Kommunismus, das die ganze Welt schockierte, wird Lenins teuflische Idee so dargestellt.
Wie sich einer seiner Freunde später erinnerte, hatte Wladimir Iljitsch Uljanow die Dreistigkeit, öffentlich zu äußern, dass die Hungersnot zu zahlreichen positiven Resultaten führen werde. Die Hungersnot, so erklärte er, werde das nächste Stadium schneller herbeiführen und den Sozialismus vorantreiben, das Stadium, das dem Kapitalismus notwendigerweise folgen müsse. Die Hungersnot werde außerdem nicht nur den Glauben an den Zar zerstören, sondern auch den Glauben an Gott. Am 19. März 1922 schrieb Lenin Folgendes an das Politbüro. Die momentane Situation ist günstig für uns. Die Verhungernden, die jetzt beginnen, sich gegenseitig aufzufressen, zu Millionen dahinsterben und deren Leichen überall im Land herumliegen, versetzen uns in die Lage, jetzt und nur jetzt alles Kircheneigentum beschlagnahmen zu können. Und dafür müssen wir alle uns verbliebene Energie unbarmherzig nutzen. Unsere einzige Hoffnung ist die durch den Hunger hervorgerufene Verzweiflung, die uns den Massen in einem vorteilhaften oder zumindest indifferenten Licht erscheinen lassen wird. Solche Dokumente in den sowjetischen Archiven haben enthüllt, dass Lenin diese entsetzliche Hungersnot, die 5 Millionen Opfer forderte, absichtlich über das Land gebracht hat. Zu demselben Schluss kommt der Historiker Richard Pipes, der jahrelang in den Archiven geforscht hat, in seinem Buch »Der unbekannte Lenin«. Lenin empfand nichts als Verachtung für die Menschheit. Für das Individuum hatte Lenin überhaupt kein Interesse und er behandelte die Arbeiterklasse wie der Metallarbeiter das Erz. Der Grund, warum Lenin und die anderen Bolschewisten so völlig unbarmherzig waren, lag in der Philosophie des dialektischen Materialismus, deren überzeugte Anhänger sie waren. Diese Philosophie betrachtete den Menschen als eine Art Tier und sah Gewalt und Konflikte als für die Weiterentwicklung der Menschheit notwendig an. Lenin sah die Menschen nicht nur als eine Art Tier an, er behandelte sie auch so, wie man Tiere behandelt, wenn man ihnen etwas antrainieren will. Im Oktober 1919 besuchte er den russischen Wissenschaftler Iwan Petrowitsch Pawlow, der durch die Experimente berühmt geworden war, die zur Entdeckung des konditionierten Reflexes bei Tieren geführt hatten. Lenin wollte die Prinzipien des konditionierten Reflexes auf die gesamte russische Bevölkerung anwenden. Pawlow war verblüfft. Ich möchte, dass die russischen Massen einem kommunistischen Denkmuster folgen und dementsprechend handeln, erklärte Lenin. Es schien, als wollte er auf die Menschen dasselbe Verfahren anwenden, wie wir es bereits mit den Hunden praktizierten. Meinen Sie, dass Sie Russlands Bevölkerung quasi standardisieren wollen? Sie dazu bringen, sich alle in derselben Weise zu verhalten? Fragte Pawlow. Genau das, antwortete Lenin. Der Mensch kann korrigiert werden. Er kann so geformt werden, wie wir ihn haben wollen. Die sogenannte wissenschaftliche Basis dieser Philosophie war Darwins Evolutionstheorie. Sie war die bedeutendste Quelle von Anregungen für die Ideologie der kommunistischen Bewegung in Russland. Darwins Buch »Vom Ursprung der Arten« war Ende des 19. Jahrhunderts ins Russische übersetzt worden und war verantwortlich dafür, dass tausende junger Russen sich dem Atheismus und dem Kommunismus zuwandten. Der russische Kommunismus war so eng mit dem Darwinismus verbunden, dass Georgi Valentinowitsch Plekhanow, weithin als Gründer der Bewegung angesehen, äußerte, dass er den Marxismus als auf die Sozialwissenschaften angewandten Darwinismus bezeichnete. Ein Student Plekhanows, Lenin, wandte den Darwinismus tatsächlich auf die Gesellschaft an und metzelte ganze Bevölkerungsteile nieder, die er als Tierherden ansah. Die Wahrheit ist, dass die Menschen keineswegs eine Tierart sind, sondern von Allah geschaffene, achtbare Geschöpfe,
die eine Seele besitzen. Der Grund für die Existenz des Menschen auf der Erde ist nicht, wie Kommunisten und Darwinisten behaupten, Existenzkampf, Blutvergießen und Krieg, sondern er besteht darin, eine Ethik zu befolgen, die Allah gefällt. Nur wenn der Mensch dies verstanden hat, anders ausgedrückt, wenn er nach der wahren Religion lebt, wird er Glück und Frieden finden. Das Ende Lenins, der diese Tatsache verneinte, ist eine eindringliche Warnung. Ab dem Jahr 1922 begann eine schwere Krankheit, ihn langsam zu lähmen. Den größten Teil des Jahres 1923 verbrachte er im Rollstuhl und litt unter fürchterlichen Kopfschmerzen. Im März 1923 hatte er einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr normal sprechen. Die, die ihn in den letzten Monaten seines Lebens sahen, waren schockiert. Sein Gesicht hatte einen maskenhaften Ausdruck bekommen und er war halb irre. Das letzte Foto von ihm, das kurz vor seinem Tod aufgenommen worden war, war besonders scheußlich. Allah spricht über das Schicksal solch grausamer Menschen im Koran: Übel war das Los derer, die Böses taten, indem sie Allahs Botschaft der Lüge ziehen und verspotteten. Lenin starb am 21. Januar 1924. Die Bolschewisten organisierten eine gigantische Trauerfeier für ihn. Führer der kommunistischen Partei beschlossen, seinen Körper einbalsamieren zu lassen, der in ihren Augen eine historische Bedeutung hatte. Unter denen, die Lenins Sarg trugen, war der nächste Diktator Sowjetrusslands, Josef Djugaschwili, genannt Stalin. Stalin sollte die nächsten 30 Jahre regieren. Und er sollte ein Terrorregime errichten, das selbst das von Lenin in den Schatten stellen würde. Die historischen Fakten, die wir bisher betrachtet haben, zeigen dem Menschen eine wichtige Moral. Trügerische Ideen können zu Katastrophen für Mensch und Gesellschaft führen. Der Kommunismus ist solch eine trügerische Idee und er brachte furchtbares Leid in die Welt des 20. Jahrhunderts. Einer der grundlegenden Irrtümer des Kommunismus ist der Glaube, Konfrontation sei ein Naturgesetz. Die sogenannte wissenschaftliche Rechtfertigung für diese Ansicht findet sich in der Evolutionstheorie, die sagt, Differenzen zwischen den Menschen führen notwendigerweise zu Konfrontation, Kampf und Krieg. Nach dieser Ansicht, der Dialektik, müssen jede Klasse, jede Nation und jede Gesellschaft sich gegenseitig bekämpfen, und dies sei ein Naturgesetz. Dieser Blickwinkel drückte dem 20. Jahrhundert seinen Stempel auf, und er ist die gemeinsame Triebfeder sowohl der Grausamkeiten der Kommunisten, die wir in diesem Film gesehen haben, als auch des Faschismus, der auf den ersten Blick der genaue ideologische Gegensatz zum Kommunismus zu sein scheint. Es ist dem Menschen nur dann möglich, diesem Teufelskreis der Gewalt zu entrinnen, wenn er den Zweck seiner Existenz erkennt. Der Mensch ist keine höher entwickelte Tierart, die zufällig entstanden ist und nur lebt, um zu kämpfen, wie Darwinisten, Kommunisten und Faschisten glauben. Menschen sind großartige Geschöpfe, von Allah geschaffen, mit seiner Seele ausgestattet, und der Lebenszweck des Menschen besteht darin, nach der Ethik zu leben, die Allah ihn gelehrt hat. Im nächsten Teil werden wir fortfahren, die Desaster zu untersuchen, die die kommunistische Ideologie über die Menschen gebracht hat. Die blutige Geschichte des Kommunismus, Teil 2.
Stalins Regime der Angst und der Todeslager. Der sowjetische Völkermord an den Muslims. Der Mord an Wissenschaftlern, die die Evolutionstheorie ablehnten. Versäumen Sie nicht die blutige Geschichte des Kommunismus, Teil 2. In Russland rangen 1921 und 1922 mit dem Hungertod. 5 Millionen starben qualvoll. Lenin sah es mit Vergnügen. Aus seiner Sicht war die Hungersnot äußerst nützlich. Er rechnete damit, dass sie den Glauben der Menschen an die Religion und an Gott zerstören helfen würde und dass sie die Menschen dazu bringen würde, sich dem Kommunismus zu beugen. Im Schwarzbuch des Kommunismus, das die ganze Welt schockierte, wird Lenins teuflische Idee so dargestellt. Wie sich einer seiner Freunde später erinnerte, hatte Wladimir Iljitsch Uljanow die Dreistigkeit, öffentlich zu äußern, dass die Hungersnot zu zahlreichen positiven Resultaten führen werde. Die Hungersnot, so erklärte er, werde das nächste Stadium schneller herbeiführen und den Sozialismus vorantreiben. Das Stadium, das dem Kapitalismus notwendigerweise folgen müsse. Die Hungersnot werde außerdem nicht nur den Glauben an den Zar zerstören, sondern auch den Glauben an Gott. Am 19. März 1922 schrieb Lenin Folgendes an das Politbüro. Die momentane Situation ist günstig für uns. Die Verhungernden, die jetzt beginnen, sich gegenseitig aufzufressen, zu Millionen dahinsterben und deren Leichen überall im Land herumliegen, versetzen uns in die Lage, jetzt und nur jetzt alles Kircheneigentum beschlagnahmen zu können. Und dafür müssen wir alle uns verbliebene Energie unbarmherzig nutzen. Unsere einzige Hoffnung ist die durch den Hunger hervorgerufene Verzweiflung, die uns den Massen in einem vorteilhaften oder zumindest indifferenten Licht erscheinen lassen wird. Solche Dokumente in den sowjetischen Archiven haben enthüllt, dass Lenin diese entsetzliche Hungersnot, die 5 Millionen Opfer forderte, absichtlich über das Land gebracht hat. Zu demselben Schluss kommt der Historiker Richard Pipes, der jahrelang in den Archiven geforscht hat, in seinem Buch »Der unbekannte Lenin«. Lenin empfand nichts als Verachtung für die Menschheit. Für das Individuum hatte Lenin überhaupt kein Interesse und er behandelte die Arbeiterklasse wie der Metallarbeiter das Erz. Die Straßen waren mit Barrikaden blockiert. Der Aufstand der Pariser Kommune wurde letztlich nach langen Kämpfen durch Regierungstruppen niedergeschlagen. Das erste kommunistische Experiment hatte 18.000 Tote hinterlassen. Wie aber war es möglich, dass Karl Marx' Theorien sich so schnell verbreiten konnten? Diese Frage beantwortete der berühmte deutsche Wissenschaftler Robert Virchow. Auf einem Kongress von Naturforschern ergriff Virchow das Wort und warnte jene Biologen, die den Darwinismus befürworteten. Seien Sie vorsichtig mit dieser Theorie, denn sie ist eng verwandt mit der Theorie, die so viel Grauen in unserem Nachbarland verursacht hat.
Virchow hatte recht. Darwins Evolutionstheorie hatte große Bedeutung für die Verbreitung des Marxismus unter westlichen Intellektuellen. Sie beschrieb die Menschen als eine Tierart, behauptete, sie würden sich nur durch die Austragung von Konflikten weiterentwickeln. Am bedeutsamsten aber, sie verneine die Schöpfung. Diese drei großen Irrtümer bildeten das Fundament des Marxismus. Die erste kommunistische Revolution, die auf diesem Fundament aufgebaut war, sollte in Russland stattfinden. Am Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Russland vom Regime der Zaren regiert. Doch kommunistische revolutionäre Ideen verbreiteten sich unter einer größer werdenden Zahl von Arbeitern. Teile des Militärapparats waren ebenfalls unter den Einfluss dieser Ideologie geraten. Der Anführer der kommunistischen Bewegung in Russland war Wladimir Iljitsch Lenin. Die Bewegung war damals als Bolschewismus bekannt. Ihre Mitglieder nannten sich Bolschewisten. Sie glaubten, eine blutige Revolution sei nötig. Sie war die bedeutendste Quelle von Anregungen für die Ideologie der kommunistischen Bewegung in Russland. Darwins Buch »Vom Ursprung der Arten« war Ende des 19. Jahrhunderts ins Russische übersetzt worden und war verantwortlich dafür, dass tausende junger Russen sich dem Atheismus und dem Kommunismus zuwandten. Der russische Kommunismus war so eng mit dem Darwinismus verbunden, dass Georgi Valentinowitsch Plekhanow, weithin als Gründer der Bewegung angesehen, äußerte, dass er den Marxismus als auf die Sozialwissenschaften angewandten Darwinismus bezeichnete. Ein Student Plekhanows, Lenin, wandte den Darwinismus tatsächlich auf die Gesellschaft an und metzelte ganze Bevölkerungsteile nieder, die er als Tierherden ansah. Die Wahrheit ist, dass die Menschen keineswegs eine Tierart sind, sondern von Allah geschaffene, achtbare Geschöpfe, die eine Seele besitzen. Der Grund für die Existenz des Menschen auf der Erde ist nicht, wie Kommunisten und Darwinisten behaupten, Existenzkampf, Blutvergießen und Krieg, sondern er besteht darin, eine Ethik zu befolgen, die Allah gefällt. Nur wenn der Mensch dies verstanden hat, anders ausgedrückt, wenn er nach der wahren Religion lebt, wird er Glück und Frieden finden. Das Ende Lenins, der diese Tatsache verneinte, ist eine eindringliche Warnung. Ab dem Jahr 1922 begann eine schwere Krankheit, ihn langsam zu lähmen. Den größten Teil des Jahres 1923 verbrachte er im Rollstuhl und litt unter fürchterlichen Kopfschmerzen. Im März 1923 hatte er einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr normal sprechen. Die ihn in den letzten Monaten seines Lebens sahen, waren schockiert. Sein Gesicht hatte einen maskenhaften Ausdruck bekommen und er war halb irre. Das letzte Foto von ihm, das kurz vor seinem Tod aufgenommen worden war, war besonders scheußlich. Allah spricht über das Schicksal solch grausamer Menschen im Koran: Übel war das Los derer, die Böses taten, indem sie Allahs Botschaft der Lüge ziehen und verspotteten. 1924. Die Bolschewisten organisierten eine gigantische Trauerfeier für ihn.
Führer der kommunistischen Partei beschlossen, seinen Körper einbalsamieren zu lassen, der in ihren Augen eine historische Bedeutung hatte. Unter denen, die Lenins Sarg trugen, war der nächste Diktator Sowjetrusslands, Josef Djugaschwili, genannt Stalin. Stalin sollte die nächsten 30 Jahre regieren und er sollte ein Terrorregime errichten, das selbst das von Lenin in den Schatten stellen würde. Die historischen Fakten, die wir bisher betrachtet haben, zeigen dem Menschen eine wichtige Moral. Trügerische Ideen können zu Katastrophen für Mensch und Gesellschaft führen. Der Kommunismus ist solch eine trügerische Idee und er brachte furchtbares Leid in die Welt des 20. Jahrhunderts. Einer der grundlegenden Irrtümer des Kommunismus ist der Glaube, Konfrontation sei ein Naturgesetz. Die sogenannte wissenschaftliche Rechtfertigung für diese Ansicht findet sich in der Evolutionstheorie, die sagt, Differenzen zwischen den Menschen führen notwendigerweise zu Konfrontation, Kampf und Krieg. Nach dieser Ansicht, der Dialektik, müssen jede Klasse, jede Nation und jede Gesellschaft sich gegenseitig bekämpfen und dies sei ein Naturgesetz. Dieser Blickwinkel drückte dem 20. Jahrhundert seinen Stempel auf und er ist die gemeinsame Triebfeder sowohl der Grausamkeiten der Kommunisten, die wir in diesem Film gesehen haben, als auch des Faschismus, der auf den ersten Blick der genaue ideologische Gegensatz zum Kommunismus zu sein scheint. Es ist dem Menschen nur dann möglich, diesem Teufelskreis der Gewalt zu entrinnen, wenn er den Zweck seiner Existenz erkennt. Der Mensch ist keine höher entwickelte Tierart, die zufällig entstanden ist und nur lebt, um zu kämpfen, wie Darwinisten, Kommunisten und Faschisten glauben. Menschen sind großartige Geschöpfe, von Allah geschaffen, mit seiner Seele ausgestattet und der Lebenszweck des Menschen besteht darin, nach der Ethik zu leben, die Allah ihn gelehrt hat. Im nächsten Teil werden wir fortfahren, die Desaster zu untersuchen, die die kommunistische Ideologie über die Menschen gebracht hat. Die blutige Geschichte des Kommunismus, Teil 2. Stalins Regime der Angst und der Todeslager. Der sowjetische Völkermord an den Muslims. Nun war der Materialismus nichts Neues. Er war schon im alten Griechenland von Demokrit formuliert worden. Während der Französischen Revolution holten einige europäische Denker ihn wieder aus der Rumpelkammer hervor, entstaubten ihn ein wenig und begannen ihn erneut zu propagieren. Ihr Ziel war es, den religiösen Glauben zu unterminieren, und der Materialismus war die einzige Philosophie, die ihnen dafür geeignet schien. Während sie den Materialismus propagierten, bedienten sie sich zusätzlich einer Argumentationsmethode, die Dialektik genannt wird. Die Dialektik beschreibt den Konflikt als die Grundlage aller Naturgesetze. Marx und Engels Theorie wurde denn auch als dialektischer Materialismus bekannt. Die Dialektik war eine Hypothese, die behauptete, jegliche Entwicklung im Universum sei das Ergebnis eines Konflikts. Marx schrieb Bücher über Geschichte und Ökonomie, in denen er versuchte, beide Felder mit den Begriffen des dialektischen Materialismus zu beschreiben. Engels versuchte dasselbe auf den Gebieten der Wissenschaft und der Philosophie. Marx versuchte darüber hinaus eine Beschreibung der Zukunft. Seiner Auffassung nach würden die Industrienationen Europas in naher Zukunft blutige Revolutionen erleben, als zwangsläufiges Resultat des dialektischen Prinzips des Konflikts. Die Arbeiterklasse, unterdrückt durch die Kapitalisten, würde sich erheben und die Macht an sich reißen. Anschließend würde ein kommunistisches System etabliert werden. Religion, Ethik und Familie würden keinen Platz mehr haben in der kommunistischen Gesellschaft. Marx und Engels stießen jedoch auf eine besondere Schwierigkeit. Sie sahen die Geschichte der Menschheit durch die Brille des dialektischen Materialismus, auch wenn sie dazu die Geschichte verdrehen mussten. Was aber war mit der Naturgeschichte? Wie war das Leben überhaupt entstanden?
Es musste eine einfache materialistische Antwort auf diese Frage geben. Die Antwort gab ein anderer Ideologe, der ebenfalls zu jener Zeit in England lebte. Als die Beagle, ein Schiff der Royal Navy, auf ihrer Expedition den Atlantik überquerte, befand sich ein junger Naturforscher an Bord. Charles Robert Darwin, nach einer langen See, die Böses taten, indem sie Allahs Botschaft der Lüge ziehen und verspotteten. Lenin starb am 21. Januar 1924. Die Bolschewisten organisierten eine gigantische Trauerfeier für ihn. Die Führer der kommunistischen Partei beschlossen, seinen Körper einbalsamieren zu lassen, der in ihren Augen eine historische Bedeutung hatte. Unter denen, die Lenins Sarg trugen, war der nächste Diktator Sowjetrusslands, Josef Djugaschwili, genannt Stalin. Stalin sollte die nächsten 30 Jahre regieren. Und er sollte ein Terrorregime errichten, das selbst das von Lenin in den Schatten stellen würde. Die historischen Fakten, die wir bisher betrachtet haben, zeigen dem Menschen eine wichtige Moral. Trügerische Ideen können zu Katastrophen für Mensch und Gesellschaft führen. Der Kommunismus ist solch eine trügerische Idee und er brachte furchtbares Leid in die Welt des 20. Jahrhunderts. Einer der grundlegenden Irrtümer des Kommunismus ist der Glaube, Konfrontation sei ein Naturgesetz. Die sogenannte wissenschaftliche Rechtfertigung für diese Ansicht findet sich in der Evolutionstheorie, die sagt, Differenzen zwischen den Menschen führen notwendigerweise zu Konfrontation, Kampf und Krieg. Nach dieser Ansicht, der Dialektik, müssen jede Klasse, jede Nation und jede Gesellschaft sich gegenseitig bekämpfen, und dies sei ein Naturgesetz. Dieser Blickwinkel drückte dem 20. Jahrhundert seinen Stempel auf, und er ist die gemeinsame Triebfeder sowohl der Grausamkeiten der Kommunisten, die wir in diesem Film gesehen haben, als auch des Faschismus, der auf den ersten Blick der genaue ideologische Gegensatz zum Kommunismus zu sein scheint. Es ist dem Menschen nur dann möglich, diesem Teufelskreis der Gewalt zu entrinnen, wenn er den Zweck seiner Existenz erkennt. Der Mensch ist keine höher entwickelte Tierart, die zufällig entstanden ist und nur lebt, um zu kämpfen, wie Darwinisten, Kommunisten und Faschisten glauben. Menschen sind großartige Geschöpfe, von Allah geschaffen, mit seiner Seele ausgestattet, und der Lebenszweck des Menschen besteht darin, nach der Ethik zu leben, die Allah ihn gelehrt hat. Genau das, antwortete Lenin, der Mensch kann korrigiert werden. Er kann so geformt werden, wie wir ihn haben wollen. Die sogenannte wissenschaftliche Basis dieser Philosophie war Darwins Evolutionstheorie. Sie war die bedeutendste Quelle von Anregungen für die Ideologie der kommunistischen Bewegung in Russland. Darwins Buch Vom Ursprung der Arten war Ende des 19. Jahrhunderts ins Russische übersetzt worden und war verantwortlich dafür, dass tausende junger Russen sich dem Atheismus und dem Kommunismus zuwandten. Der russische Kommunismus war so eng mit dem Darwinismus verbunden, dass Georgi Valentinowitsch Plekhanow, weithin als Gründer der Bewegung angesehen, äußerte, dass er den Marxismus als auf die Sozialwissenschaften angewandten Darwinismus bezeichnete. Ein Student Plekhanows, Lenin, wandte den Darwinismus tatsächlich auf die Gesellschaft an und metzelte ganze Bevölkerungsteile nieder, die er als Tierherden ansah.
Die Wahrheit ist, dass die Menschen keineswegs eine Tierart sind, sondern von Allah geschaffene, achtbare Geschöpfe, die eine Seele besitzen. Der Grund für die Existenz des Menschen auf der Erde ist nicht, wie Kommunisten und Darwinisten behaupten, Existenzkampf, Blutvergießen und Krieg, sondern er besteht darin, eine Ethik zu befolgen, die Allah gefällt. Nur wenn der Mensch dies verstanden hat, anders ausgedrückt, wenn er nach der wahren Religion lebt, wird er Glück und Frieden finden. Das Ende Lenins, der diese Tatsache verneinte, ist eine eindringliche Warnung. Ab dem Jahr 1922 begann eine schwere Krankheit, ihn langsam zu lähmen. Den größten Teil des Jahres 1923 verbrachte er im Rollstuhl und litt unter fürchterlichen Kopfschmerzen. Im März 1923 hatte er einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr normal sprechen. Die, die ihn in den letzten Monaten seines Lebens sahen, waren schockiert. Sein Gesicht hatte einen maskenhaften Ausdruck bekommen und er war halb irre. Das letzte Foto von ihm, das kurz vor seinem Tod aufgenommen worden war, war besonders scheußlich. Allah spricht über das Schicksal solch standardisieren wollen, sie dazu bringen, sich alle in derselben Weise zu verhalten, fragte Pawlow. Genau das, antwortete Lenin. Der Mensch kann korrigiert werden. Er kann so geformt werden, wie wir ihn haben wollen. Die sogenannte wissenschaftliche Basis dieser Philosophie war Darwins Evolutionstheorie. Sie war die bedeutendste Quelle von Anregungen für die Ideologie der kommunistischen Bewegung in Russland. Darwins Buch Vom Ursprung der Arten war Ende des 19. Jahrhunderts ins Russische übersetzt worden und war verantwortlich dafür, dass tausende junger Russen sich dem Atheismus und dem Kommunismus zuwandten. Der russische Kommunismus war so eng mit dem Darwinismus verbunden, dass Georgi Valentinowitsch Plekhanow, weithin als Gründer der Bewegung angesehen, äußerte, dass er den Marxismus als auf die Sozialwissenschaften angewandten Darwinismus bezeichnete. Ein Student Plekhanows, Lenin, wandte den Darwinismus tatsächlich auf die Gesellschaft an und metzelte ganze Bevölkerungsteile nieder, die er als Tierherden ansah. Die Wahrheit ist, dass die Menschen keineswegs eine Tierart sind, sondern von Allah geschaffene, achtbare Geschöpfe, die eine Seele besitzen. Der Grund für die Existenz des Menschen auf der Erde ist nicht, wie Kommunisten und Darwinisten behaupten, Existenzkampf, Blutvergießen und Krieg, sondern er besteht darin, eine Ethik zu befolgen, die Allah gefällt. Nur wenn der Mensch dies verstanden hat, anders ausgedrückt, wenn er nach der wahren Religion lebt, wird er Glück und Frieden finden. Das Ende Lenins, der diese Tatsache verneinte, ist eine eindringliche Warnung. Ab dem Jahr 1922 begann eine schwere Krankheit, ihn langsam zu lähmen. Den größten Teil des Jahres 1923 verbrachte er im Rollstuhl und litt unter fürchterlichen Kopfschmerzen. Im März 1923 hatte er einen Schlaganfall und konnte danach nicht mehr normal sprechen. Die, die ihn in den letzten Monaten seines Lebens sahen, waren schockiert. Sein Gesicht hatte einen maskenhaften Ausdruck bekommen und er war halb irre. Das letzte Foto von ihm, das kurz vor seinem Tod aufgenommen worden war, war besonders scheußlich.